Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mehr Hungrig als Satt Box von Jail. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mehr Hungrig als Satt von Jail. Das Ganze am 29. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Jail am 29. Januar erschienen. Ich hätte euch das Ganze gerne schon früher vorgestellt, am besten direkt zu Release. Allerdings gab es dann irgendwie Probleme mit DHL, dann ist das Päckchen etwas länger auf Reisen gewesen, deswegen mit etwas Verspätung. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier eine Box in Schwarz-Gold. Das Ganze kommt schon offen, also ohne Plastik, ohne Verschweißung. Erkläre ich euch gleich, warum das so ist. Erstmal schauen wir uns die Box an hier vom Design. Wir haben hier auf dem Cover den Interpreten an einer reich gedeckten Tafel. Sieht echt schön aus hier. Kerzenständer, Weinflaschen nach einem edlen Restaurant oder eventuell auch edlen Privatwohnsitz. Dann haben wir hier einen goldenen Bilderrahmen um ihn herum. Und hier lesen wir da unten Hamburg Crime. Das ist das Label. Ansonsten ja alles wirklich in dieser Schwarz-Gold-Optik. Auf der Seite lesen wir, was sich in der Box befindet. Boxinhalt, Album-CD, Instrumental-CD, Mütze, Poster, Sticker, Logo-Schablone, Click 99, Click Original EP. Also, das klingt nach einigem. Auf der Seite Jail-Schriftzug, Mehr Hungrig als Satt, Jail. Und auf der Rückseite, nachdem gespeist wurde, sieht das dann so aus. Jetzt ist der Tisch leer und hier unten im Bilderrahmen wieder Hamburg Crime zu lesen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box lässt sich hier aufklappen. Reguläre Standardbox vom Format her. Als erstes haben wir hier das Autogramm, die Autogrammkarte. Die kommt hier in der Mütze. Und auf der Rückseite dieser Mütze haben wir dann noch Album plus Bonus EP. So, jetzt ist die Mütze blank. Die EP, Click Original von Click 99. Als nächstes das Album an sich, Mehr Hungrig als Satt. Das ist das eigentliche Cover dann des Albums. Ein Poster ist mit dabei. Schauen wir noch rein. Dann Sticker. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 Sticker, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Und die Sprühschablone. So, warum ist die Box offen? Was gibt es dazu noch zu erzählen? Also zum einen, diese Box ist auf 1000 Stück limitiert. Gab es exklusiv bei Hamburg Crime zu bestellen. War schon vor Release dann komplett ausverkauft. Und es gab auch noch ein Gewinnspiel. Und ich vermute, dass dieses Gewinnspiel dann erst so etwas im Laufe des Vorverkaufs oder im Laufe der Promophase entstanden ist und deswegen hat man sich dann dazu entschieden. Und zwar gab es in drei der 1000 Boxen eine Pushertasche der Marke Narcotic Athletics. Und wenn ihr eine von diesen drei Taschen habt, dann habt ihr gewonnen und die Möglichkeit mit Jail euch zu treffen. Ich glaube, dann werdet ihr nach Hamburg eingeladen und könnt einen Tag mit ihm verbringen. Ja, bei mir, wie ihr gesehen habt, leider keine Pushertasche dabei. Aber wenn ihr eine vorfindet, dann habt ihr natürlich viel Glück. Gratuliere. So, dann haben wir hier das Album im Super Jewel Case. Das ist das Cover, Mehr Hungrig als Satt. Hier etwas rangezoomt der Tisch und auch noch ein Hund mit am Start. Jail, Mehr Hungrig als Satt. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Die ist nicht durchnummeriert, aber wir haben hier 15 Stück an der Zahl. Und wir haben hier auch Features, unter anderem, wen haben wir hier drauf? Blut und Kasse, also jetzt BK, Sync, Haze, Sync, Alita, SDK, Easy Ono, Disaster, Omic K und SHOK. Gut, also das sind die Features. Hamburg-lastig. Dann hier nochmal die Infos, die Labels. Barcode haben wir keinen drauf, denn wie gesagt, physisch gibt es das Ganze wirklich nur in der Box, die CD. Die ist eben auf 1000 Stück limitiert, beziehungsweise nein. Ich wundere mich jetzt gerade, dass hier kein Barcode dabei ist, denn da
Das Album gibt es doch auch regulär zu kaufen. Also eventuell gibt es da zwei verschiedene Varianten. Einmal mit und einmal ohne Instrumentals. Das Album regulär gibt es, aber ich glaube, da sind die Instrumentals nicht dabei. Deswegen zwei Pressungen. Aber ihr könnt schauen, wenn ihr bei Amazon oder so das reguläre Album kauft, ob da die Instrumentals dabei sind. Würde mich interessieren. So, Hamburg Crime lesen wir hier. Dann Jail. Und dann haben wir hier noch eine Widmung. Zweites Album, wie gesagt. So, also könnt ihr euch natürlich gerne anhalten, das Video und durchlesen. Und auf der Rückseite haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Wunderbar. Die Album-CD in schwarz. So sieht das aus. Mehr hungrig als satt. Und dann haben wir auch noch die Instrumentals. Die kommen hier in weiß. Ja, also man hat es hier tatsächlich geschafft. Ist ja selten der Fall, dass man hier sowohl Instrumentals als auch Album in ein super Jewelcase packt. Gerne immer so. Allerdings machen ja leider immer noch genug Leute irgendwie dann Papphüllen oder sonstiges mit rein. Die kommen jetzt, die Papphülle, bei einer EP verständlich, dass man die nicht in die Album-CD reinpackt. So, Click Original, Click 99, also das ist die Gang, das ist der EP-Titel. Also die fünf Herrschaften hier scheinbar am Containerhafen. Auf der Rückseite die Tracklist, 8 Stück. Rechts sehen wir dann, wer produziert hat und wer von den Leuten hier das Ganze gerappt hat. Sind auch wieder Features mit dabei. Also Alita ist einmal mit drauf und Jail ist auch einmal drauf. So, Click 99, Hamburg Crime, Narcotic Athletics. Wie gesagt, in der Papphülle. Das ist die CD. Also zu den 15 Albumtracks gibt es dann hier nochmal 8 obendrauf. Bedeutet 23 plus eben auch noch die Album-Instrumentals. Die Autogrammkarte im Hochformat mit schwarzem Stift hier unterschrieben. So, was lesen wir? Dicker Handschlag an dich, weil du mich und meine Musik mit dem Kauf meiner ersten Box unterstützt. Ich hoffe, dir gefällt das Album und der Kram, den wir in die Box gepackt haben. Möge meine Musik dich begleiten, wenn du mit der Schablone deine Umgebung verschönerst und die Mütze dich an kalten Tagen dabei warm halten. Jail. Ja, schöne Widmung, schöne kurze Geschichte zu den einzelnen Boxinhalten. Das werden sie auf jeden Fall. Zumindest die Mütze wird zum Einsatz kommen. So, dann haben wir ein Poster. Das kommt hier im Querformat. So sieht das aus. Der Interpret im weißen Unterhemd. Und hier unten rechts noch der Schriftzug. Wurde scheinbar auch hier in diesem Restaurant oder so aufgenommen. Also hier im Hintergrund diese Holzvertäfelung und die Kerzenständer zu sehen. Einseitig bedruckt, Querformat. Und dann haben wir als nächstes die Sprühschablone. Die kommt hier in einer Plastikfolie. Das ist der erste Inhalt der Box, der hier in Folie kommt. So. Also, so sieht das aus. Eine Kunststoff-Sprühschablone hier, weiß, mit dem Jail-Schriftzug. Also, wie es schon in der Widmung stand, kann man damit natürlich seine Umgebung verschönern. Bedeutet, einfach an die gewünschte Oberfläche so dran halten und dann mit dem fetten Marker oder natürlich auch mit einer Dose dann hier besprühen und dann bleibt hier der Schriftzug über. Ja, wer Jail kennt, weiß, dass er auch etwas dafür übrig hat. Deswegen auf jeden Fall ein stimmiger Inhalt. Dann haben wir die Sticker. Einmal hier der Logo-Sticker mit dem Schriftzug. Kommt hier so in schwarz-matt. Dann dieselbe Optik. Hamburg Crime Records. Querformat wieder. Dann der Albumtitel. Mehr hungrig als satt. Rechteckig. Dann drei quadratische Sticker. Einmal hier, Real Shit, schwarz-weiß, Schenk ein, das sind zwei Single-Auskopplungen oder zwei Tracks des Albums, Click 99. Die haben auch alle so eine ganz raue, einzigartige Oberfläche hier, diese drei kleinen und diese zwei Sticker. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so sichtbar ist, aber habe ich so auch noch nie gesehen bei Stickern. Heftig. Und dann haben wir noch das Boxcover hier im Querformat. Also dieses Panorama hier mit dem goldenen Rahmen. Gut, und wir kommen zum letzten Boxinhalt.
Das ist dann hier die Mütze, die euch an kalten, warmen Tagen, jawohl, an kalten Tagen warm halten soll. Kommt hier in Schwarz, dann hier vorne aufgestickt, dieses Kunststoffelement mit dem Schriftzug, das Ganze hier auch so geprägt und spürbar. Ansonsten komplett in Schwarz und wir haben es hier zu tun mit 100% Acryl. Ansonsten lesen wir hier nichts, also wo die hergestellt wurde, keine Ahnung. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze hier in Schwarz. Dann die Sticker, wie gesagt, 7 Stück an der Zahl, quadratisch und rechteckig. Die Sprühschablone mit dem Jail-Schriftzug hier aus Kunststoff. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die Bonus-EP Click Original von Click 99 mit den 8 Bonus-Tracks. Und natürlich das Album an sich, mehr hungrig als satt, im Super Jewel Case inklusive Instrumentals. 15 Tracks sind auf dem Album drauf. Jawohl, wie gesagt, wenn ihr Glück hattet, dann hattet ihr auch noch eine der 3 Pusher-Taschen mit dabei. Bei mir leider nicht der Fall, deswegen konnte ich euch nicht präsentieren. Das alles in dieser wunderbaren Box, mehr hungrig als satt von Jail. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jail unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.